Ja, klar! Das ist sowas von eine Kill-Aura! Ich bin aus der Map gefallen! Hey Freunde, was geht? Wir spielen wieder auf mccentral.net und heute spielen wir Catch the Flag. Das ist ein richtig geiles Spiel. Es geht darum, dass zwei Teams gegeneinander antreten und versuchen sich gegenseitig die Flagge zu klauen. Und dann würde ich mal sagen, hören wir mal auf, hier dieses Spiel zu erklären und rennen einfach mal zu den Gegnern. Das hat auch mehr oder weniger was mit Skill zu tun und taktischem Geschick. Es ist halt sowas wie Krieg zwischen zwei Seiten. Ja. Ich hoffe mal, dass das hier. Also, es gibt halt relativ viele Hacker in diesem Spiel. Das ist das Problem manchmal. Okay, ich muss mal gucken. Ich war jetzt relativ scheiße. Oh Gott. Kommst du auch mal zum Punkt, bei dem du so sagen kannst, so, hey, wir haben heute einen Gast? Habe ich vergessen. Freunde, wir haben heute auch einen Gast, nämlich den Enderfighter 64. Das bin ich. Ich weiß überhaupt gar nicht, wo die Flagge ist. Oh mein Gott. Oh. Okay. Also. Bei diesem Spiel. Leute, ich hab die Flagge. Ja, das wurde ja auch angezeigt. What the fuck? Es ist man so. Kann halt, ja. Man kann halt, wenn man die Flagge hat, nichts machen. Das heißt, du bist sozusagen. Au. Das heißt, du bist sozusagen nicht mehr angriffstätig. Das. So. Was ich noch sagen wollte, ist, dass. Es so ist, wenn ein Spieler die Flagge hat, dann ist das Spiel direkt vorbei. Das geht also so lange, bis das irgendjemand mal die Flagge gestohlen hat und dann war's das. Wenn das nicht der Fall ist, innerhalb von, ihr seht es ja oben, Game Ends in 15 Minutes, nein, 14. Also 15 Minuten geht das. Und wenn da nicht die Flagge erobert wurde, dann gewinnt das Team mit den meisten Kills. Oh, Spiel. Ihr müsst wissen, ich habe schon. Leider länger kein PvP mehr gespielt und das merke ich leider. Ich hab überhaupt gar kein Aim. Ich glaube, ich habe auch bisher keinen einzigen Kill gemacht. Okay, habe ich. Den habe ich auch. Ich habe Kills 3 und ohne 3, das ist eine 1er KD. Aber das wird lang nicht mehr so sein, weil die Roten. Also. Ist dir eigentlich auch aufgefallen, dass die Roten defensiver spielen als wir? Ja. Wobei und stehen irgendwie doch ein paar See, die dann auf Angriff gehen. Also ich glaube, das war jetzt der erste Hacker in der Runde. Der Wumms. Glaube ich. Sah zwar so aus. Jawohl, mein erster Kill. Und zwar Mr. Stark. Aber ich bin halt jetzt nicht für, ich weiß halt nicht, wie nennt man das? Ah, ich kenne auch leider die Map nicht so gut. Das ist auch ein kleines Problemchen. Ja, mein zweiter Kill ist ebenfalls Mr. Stark. Ist das ein Deutscher? Müsste ja. Ah, da hat er mich jetzt leider gekombot, der Captain America. Das ist auch ziemlich witzig, wenn die einzigen Kills in dieser Runde bisher nur eine einzige Person sind. Ich werde die ganze Zeit von den Roten bombardiert. Oh, jetzt kommen da die Roten in Angriffsmodus. Okay, einen hab ich. Aber was sie machen, ist nicht sonderlich intelligent. Wobei, die stürmen alle auf einmal, die haben mehr Team. Wir sind ja eher die Einzelkämpfer. Nur was ihr auch wissen müsst, ich habe alle Abilities im Spielen. Das ist natürlich schon ein kleiner Vorteil, den ich habe gegenüber Leuten, die. Also was heißt ein kleiner Vorteil? Gegenüber die keine Abilities haben, ist das dann doch schon ein größerer Vorteil. Okay, 5 zu 5 ist momentan meine Stat-Einlage. Okay, ich habe 4 zu 5. Hey, ich habe doch nur 2 Kills. Warum sagt das Spiel, ich hätte 4 Kills? Interessant. Was auch momentan. Nein! Okay, jetzt bin ich auch bei 5-5. Ich bin bei 5-6, also 5 Kills, 6 Tode. Aber ich muss bedenken, ich bin auch einmal selbst gestorben. Aber meine Taktik. Also, ich weiß nicht, kann man das als Taktik werten? Ich möchte mir eigentlich schon mal die Mitte genauer angucken, damit ich da verstehe, wie
die Map aufgebaut ist, aber da sind jetzt die ganze Zeit die Roten. Und das verhindert so ein bisschen, dass ich jetzt die Map am Kennenlernen bin. Nice. Scheiße, Mann. Ich glaube, ich gehe jetzt diesmal von rechts, weil die sind gerade alle auf links irgendwie, die Roten. Ich muss versuchen. Was ist denn eigentlich? Also, dann kommt auch die Kills an. Die Roten haben halt den Vorteil, guck mal. Das fällt mir gerade nämlich auf. Die Roten haben nämlich den Vorteil, dass die ganze Zeit verteidigen. Und durch die Verteidigung machen die halt relativ viele Kills. Ja, das heißt. Jetzt schon wieder Mr. Stark. Ich töte die ganze Zeit Mr. Stark. Lustig. Ah, verdammt. Es gibt hier keine Mega-Abkürzung, leider. Es wird unsere Flagge gestohlen. Okay. Ich such mich hier ein bisschen ran zu sneaken an die Gegner. Und hoffen, dass ich nicht auffalle. Oh Gott, das sind zu viele Rote. Wir müssen uns beeilen, wir haben nur noch 7 Minuten Zeit, um die Flagge zu klauen. Momentan sind wir statistisch schlechter als die Roten. Die Roten rasieren uns momentan echt, muss man sagen. Ist unsere Flagge sogar noch gestohlen worden. Verdammt. Verdammt, ich wollte mich ranziehen, aber ich wurde gefunden. Und ich glaube, dass. Ah, das ist jetzt schwer zu sagen, ob da nicht einer von hinten kam, aber es sah ein bisschen suspekt aus, hier mit dem Kalips. Also, noch will ich hier keinen Unschuldigen hier wegen Hex hier praktisch, ja. Ja. Ja, ich will ja. Und schon wieder schon. Mr. Stark gekillt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die zwei keine Hex drin haben, aber ein Autoklicker haben sie. Einmal so die Frage, die haben halt ein ganz schlechtes Anti-Cheat. Der Noob hat mich gekillt. Nur wie sieht es überhaupt aus mit unserer Flagge? Gut, das machen wir nochmal. Komm, wir gehen jetzt diesmal in Rot. Ich renne gerade einfach los, ich bin ja schon hier. Bei dem anderen. Okay, jetzt merken die, dass ich hier bin. Scheiße, unsere Flagge wurde gestohlen. Schinde ein bisschen Zeit. Gott, merken die mich? Die sind abgelenkt! Die sind abgelenkt! Ich nutze die Chance. Jawohl, ich hab die Flagge. Ja, wenn jeder kann mir sagen, das ist so 100% ein Autoklicker oder eine Killaura gewesen. Wie der sich schon bewegt hat beim PvP. Kann mir irgendjemand helfen? Ich brauche Unterstützung! Verdammt, jetzt bin ich in was? Jetzt bin ich sehr anfällig für Beschuss. Aber keiner hat mir geholfen! Keiner hat mir geholfen! Ich war bei der Mitte der Map, da im Wasser, da muss ich mal gucken, wie ich da stattdessen vorgehe, nämlich ins Wasser zu springen. Das war halt zwar gut gewesen, um den Feind zu entkommen, dann hat er einfach seinen Bogen gezückt und hat mich da niedergehauen. Das war ehrlich, super. Wenn der noch einmal hängt, Alter. Ja, dann gib dir einen Report. Ja, klar! Das ist sowas von eine Killaura! Ja. Mein Gott. Ich glaube, ja, ich bin wieder bei der Flagge. Kannst du mal bitte killen? Report, hast du reportet? Ja, wie soll ich denn jetzt reporten? Ich habe hier noch gar nicht eine Aufnahme. Achso, man kann immer nur erst nach der Aufnahme reporten, gell? Ja, schick dir einfach das Videomaterial zum Moderator über die offizielle Website. Ja, egal, Krieg ich Unterstützung? Nein, ich krieg keine Unterstützung. Stattdessen. Ja, ich. Die ganzen Gegner kommen hier gerade. Alter.
Ey, wir haben die gewonnen. Haben wir unsere Flagge gestohlen? Komm, kommt wieder rot. Wieder rot. Letzte Runde, Freunde. Wir sind jetzt in der zweiten Runde, oder? Ja, sind wir. Nein. Nee, wir sind in der dritten. Nein. Das, ja, in der dritten. Oh mein Gott. Du hast dich voll manipuliert. Ja. So dumm. Wir können nicht mal bis drei zählen. So dumm sind wir. Jedenfalls begebe ich mich jetzt hier auch wieder, wer hätte es gedacht, hier auf die Suche nach der Flagge, denn auch die Map, ich habe die zwar schon gespielt, aber keine Ahnung, wo da die Flagge sein soll. Okay, ich habe eine Ahnung, wo die Flagge sein soll, denn sie wurde gestohlen. Ey, wenn das jetzt auch schon wieder so eine dumme Runde sein wird, wo wir wieder verlieren. Ha, ich habe ihn gekillt. Ja, mit so wenig Kerzen konnte ich nichts machen. Sieh die Flagge? Ich bin jetzt gerade bei der Flagge des Gegners. Nö. Ja, klar, der backt zurück, der Arsch. Nein. Verpiss dich. Da kann mir keiner sagen, dass der nicht legit ist. Das Problem, die versuchen. Oh. Wenn mal einer von unserem Team hat die Flagge. Da weiß ich gar nichts. Auf jeden Fall tue ich jetzt gerade ein bisschen beschützen. Okay, davon habe ich jetzt gar nichts. Wir haben gewonnen, Freunde. Ja. Und komm. Das war's jetzt auch mit dem Video. Also, wir sind hier gerade in der letzten Runde, in der finalen Runde. Es ist diesmal so, dass wir, ich und Noretschmod, in den anderen Teams spielen. Also ich spiele jetzt gerade in Rot und er in Blau. Das heißt, es wird jetzt ein Gegeneinander-Duell sein. Ich versuche hier gerade ranzusneaken. Boah, sind die schlecht, beide. Alter, was hast du für ein Team? Ich hab echt Mitleid mit dir. Naja. Wird gerade verfolgt. Oh no. Okay. Aber wir tun wenigstens die ganze Zeit immer wieder recovern. Mann, die sollten ihre Heckkleins anmachen. Zero. Zero. Du wunderst dich gerade, was ich laber, oder? Das ist sehr aufgefallen. Sie gegenüber alle, die. Also jetzt nicht jetzt, aber. Im Allgemeinen, alle, die suspekt spielen. Die spielen alle nur auf Nahkampf mit dem Schwert. Ich kill gerade einfach so abnormal viele von euch. Ja. Ich habe hier gerade eine richtige Killstreak. Das ist aber momentan echt gleich mehr. Also man kann echt sagen. Guck, okay, da wurde ich jetzt zwar gekillt. Ein Killunterschied. Ja, weil ich ja eben die Serie hatte. Okay, bei mir wieder können wir recovern. Ich gehe jetzt einfach mal zu zweit drauf. Mal gucken. Okay, der eine lenkt den anderen ab, weshalb ich durchrennen kann. Ich glaube, weil ich hier schon Schüsse höre, dass ihr auch nicht ganz doof seid. What the fuck? Wo ist denn da die Flagge? Boah, dein Mate ist. Gott, ist mein Mate dumm! Ja, ach nee, fast euer komplettes Team ist bei uns. Problem ist, dieses eine Ding ist richtig okay. Halt's Maul! Der Dragina, du bist ein Hurensohn-Hacker! Sorry, dass ich so sage, aber Hacker sind alles Missgeburten! Ja.
Was jetzt ja nicht so sein, das ausdrücken würde, ich stimme zu. Ah! Halt's Maul, Junge! Ah, das ist wieder der Username. Also ihr habt da auch ein paar komische. Obwohl Username, da weißt du, manche, die hacken offensichtlich, aber manche machen es auch so ein bisschen versteckt. Ich finde es einfach komisch, dass die ganze Zeit durchrennen und Hits verteilen. Die ganze Zeit springt, dann ist man schneller. Vielleicht ein Trick, der interessant ist. Wo ist deiner? Ah, Kumpel. Ich versuche die abzulenken, wenn dessen die anderen an die Flagge holen. Ich glaube, das scheint. Oh, der Salebs da. Da hast du auch in der letzten Runde gesagt, Username und der Salebs. Übrigens geiler Sprint-Klitsch. So. Das darf einer natürlich jetzt permanent verfolgen. Ein paar. Ja, was war das für ein Knockback? Was war das für ein Knockback? Ist klar. Ah, ich hab den gekillt. Man braucht das mit diesem kein Fallschaden. Wie viel kostet das? Ich meine 8000. Glaubst du, wenn man YouTuber hat, hat man das gratis? Keine Ahnung. Ich hab die Flagge. Ich hab sie. Und ich renn die ganze Zeit den Gegner rein. Oh no. Ich bin aus der Map gefallen. Das habe ich noch nie geschafft, aus der Map zu fallen. Das schaut schon in deinen Aufnahmen an. Ich bin aus der Map gefallen. Mein Gott, Alter. Lustig. Die schreiben auch alle LOL. Ich ignoriere den einfach jetzt. Ich hab keinen Bock mehr. Ach du Heiliger. Scheiße, Mann, Alter. Ihr habt mehr Kills als wir. Ja, viel mehr. Ich hab auch eine. Naja, leider durch die zwei Typis leider ein bisschen schwächere KD, aber 18 zu 9 ist immer noch ordentlich. Vor allem, wenn wir jetzt die ganzen Tode durch den einen, durch die beiden, die mir ein bisschen suspekt vorkommen, abziehen, dann meh. Vor allem die alle, die da komische Hacker sind, der Username. Also das war jetzt wirklich sehr auffällig. Die sind alle unglaublich scheiße im Bogen. Jetzt komm, Alter, eine Minute Zeit, um die scheiß Flagge zu klauen. Oh,
oder wir verlieren. Das ist eingetreten. Ja. Dann gehe ich immer. Ja? Was ist denn das? Was ist denn das Spiel Champion Builder?